Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Crossover-Box von Kianush und PA Sports. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Crossover von Kianush und PA Sports, das Ganze am 3. April erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das dritte Collabo-Album der beiden Interpreten. Desperados und Desperados 2 gab es ja schon. Und jetzt geht es weiter mit Crossover. Jawohl, bevor wir das Ganze starten, werden wir mal die Folie abmachen. Und dann schauen wir uns die Box mal an. So, also wir haben hier eine schwarze Box im Hochformat. Auf dem Titel links Kianush zu sehen, rechts PA Sports. Darunter stehen auch nochmal die Interpreten. Crossover, der Albumtitel. Die Schrift hier so etwas abgeschnitten bzw. verdunkelt. Und dann haben wir hier eine interessante Szenerie. Also es sieht so nach schwarz-grau im Himmel aus. Generell das Bild in schwarz-weiß gehalten. Und dann haben wir hier einerseits Regen, aber auch noch diverse Feuerelemente, die hier stattfinden. Und es sieht fast ein wenig so aus, als würden die, ja, irgendwie in Rivalität sein. Ist auf jeden Fall ein heftiges Cover. Auf der Seite zieht sich das Ganze hier so durch mit dem Schwarz und dem Feuer. Auf der Rückseite haben wir einen Sticker. Und zwar lesen wir hier Limited Box inklusive Crossover Album, Track Jacket, Poster und Sticker. Dann haben wir hier die Beteiligten und einen Barcode. Hier lesen wir außerdem Jacket Size M. Ich gehe mal davon aus, dass dafür auch der Sticker gedacht ist, denn es gibt die Box in verschiedenen Varianten. Ich glaube von S bis XL oder XXL war da alles dabei. Und je nachdem, welche Größe man gewählt hat, hat man dann hier einen anderen Sticker drauf bekommen. Ja, ich habe mich natürlich für M entschieden. So, dann schauen wir mal rein. Der Boxdeckel ist abnehmbar. Von innen weiß. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal das Album an sich. Dann haben wir die Track Jacket, also die Trainingsjacke. Einen Sticker. Einen Flyer zur Tour. Zweiten und dritten Sticker. Und ein Poster. So, von innen die Box in weiß. Packen wir mal zur Seite. Und dann schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Das Album ist ja noch eingeschweißt. So, dann holen wir auch mal das Album aus der Folie. Okay, also wir haben hier ein reguläres Jewel Case. Wir lesen auch hier wieder Crossover. Den Schriftzug darüber, Kianush und PA Sports. Das Cover, sehr ähnlich dem der Box. Allerdings haben wir hier dann die Flammenoptik nicht dabei. Hier oben lesen wir dann noch Life is Pain präsentiert. Hier auf der Seite auch wieder Crossover. Ebenso auf dieser Seite inklusive Katalognummer. Und dann schauen wir mal. Wir haben hier 13 Tracks. Es sind meines Wissens allesamt Tracks von den beiden. Also wir haben hier keine Features oder irgendwelche Fremdbeiträge. Es sind 13 Tracks nur von Kianush und PA Sports. Die Beteiligten haben wir auch hier wieder drauf. Barcode ist hier keiner. Warum? Das Album physisch gibt es wirklich nur in der Box. Also es gibt das Ganze in den verschiedenen Boxvarianten von der Größe her und eben digital. Aber wenn man rein die CD haben möchte, die gibt es nicht. Die gibt es wirklich nur in Verbindung mit der Box. Okay. So, dann starten wir mit dem Booklet. Was haben wir hier? Einmal Kianush und die ersten Tracks. Nächsten Tracks und PA Sports. Alle beide zusammen. Nochmals die letzten 5 Tracks. Und zum Abschluss die Credits und nochmals ein Bild der beiden. Ja, also klassisches Bild, die Tracklist, die Credits und jede Menge Fotos. Das gesamte Booklet so in schwarz-weiß gehalten.
Dann kommen wir zur CD. Die ist auch wieder hier in diesem Cover-Design, nur eben ohne die beiden Interpreten, ohne die beiden Köpfe drauf, rein die Schriftzüge. Und auf der Rückseite gibt es wieder Regen. Okay, soweit zum Album. Wir kommen zum nächsten Inhalt. Und zwar haben wir hier einen Tourflyer. Hier haben wir die Dates der Crossover-Tour. Ja, also ich gehe mal davon aus, Corona-bedingt, dass die jetzt irgendwie Schwierigkeiten haben werden, ihre Tour-Dates einzuhalten. Das wird wahrscheinlich alles dann irgendwann nachgeholt. Aber ja, also einseitig dieser Tourflyer. Dann haben wir mit dabei drei Sticker. Einmal diesen hier mit dem Schriftzug, ganz klassisch im Querformat. Dann haben wir das Albumcover, quadratisch. Und einmal das Life is Pain Logo inklusive dieser Regenoptik, auch quadratisch. Also drei Sticker, so sehen die aus. Ein Poster ist mit dabei, relativ klein. Und zwar sieht das so aus, wir haben hier ein Poster in schwarz und weiß, in einem alternativen Design. Also es ist nicht das klassische, wo die beiden Köpfe so dicht an dicht und aneinander schauen, sondern sie schauen hier beide in unsere Richtung und dahinter sehen wir noch eine, ja, sieht so nach einer Industrielandschaft aus, diverse Vögel und ein Blitzeinschlag. Okay, ja, das Poster einseitig bedruckt und im Querformat. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier noch eine Trainingsjacke. Und zwar nicht irgendeine Trainingsjacke, sondern ist tatsächlich eine Trainingsjacke der Firma Nike. Also, Life is Pain hat es geschafft, eine Kooperation, eine Kollaboration mit Nike zustande zu bringen. So, wir kommen als erstes mal zu diesem Anhänger. Was lesen wir hier? Men's in der Größe M, okay, das ist bekannt. Nike Dry Fit Technology, okay, also das sind so die Infos zum Stoff oder zur Technologie. Dann haben wir hier auf der rechten Brust den weltbekannten Swoosh. Dann auf der linken Brust das fast genauso weltbekannte Life is Pain Logo. Ansonsten ist die Jacke hier in schwarz gehalten und wir haben, relativ ungewöhnlich für solche Trainingsjacken, hier vorne noch zwei Eingriffe, also wie bei einem Hoodie, so Taschen, die aber dann hier in der Mitte natürlich nicht zusammenführen, denn die werden dann hier getrennt von dem Reißverschluss in der Mitte. Okay, dann haben wir auf der Rückseite auch in schwarz. Und hier dann einen Neckprint. Hier haben wir dann nochmals den Albumtitel Crossover. Und die Ärmel sind dann hier noch an der Schulter am Oberarm mit so einem weißen, mit so einer weißen Naht versehen. Genau, auf beiden Seiten natürlich. Der Bund unten ist relativ schlicht vernäht. Also hier einfach, ich hoffe, man kann das sehen, einfach hier so zwei Fäden durch. Dann schauen wir mal ins Innenleben. Wenn es aufgeht, so. Ja, von innen ganz klassisch in schwarz. Also hier sind keine weiteren Elemente oder so. Und was haben wir hier? Nike Dry Fit in der Größe M. Das Ganze ist made in Kambodscha. Grüße gehen raus. Und hier unten haben wir dann, glaube ich, noch Infos zum Material, zur Waschanleitung und so weiter und so weiter. Das Ganze ist, hier sehen wir es, 100% Polyester. Okay, alles klar. So, dann packen wir das Ganze wieder zusammen. Es freut mich auf jeden Fall sehr, dass man das hinbekommen hat. Es gab ja schon so diverse Sachen, unter anderem mit der Marke Puma. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein so großer Fan von Puma. Nike und Adidas sind dann schon mehr mein Fall. Deswegen diese Trainingsjacke auf jeden Fall für mich anzuziehen. Jetzt müsste ich nur noch, genau, den Reißverschluss zubekommen. So, und dann packen wir die Jacke wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir wie immer noch einmal kurz zusammen,
was sich alles in dieser Box befindet. Einmal diese Track Jacket, also diese Sport, diese Trainingsjacke hier von Nike. Dann haben wir das Poster, einseitig bedruckt im Querformat. Die drei Sticker, einmal rechteckig, zweimal quadratisch. Den Flyer und natürlich das Album an sich im Jewelcase mit insgesamt 13 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Crossover von von Kianush und PA Sports. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kianush und PA Sports unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.